Okay, jetzt fängt's erst an. Ich hab mir schon gedacht, ey, was ist das denn jetzt? Wow, das ist geil. Also das heißt, im Endeffekt, das war so ein Hauptrahmen. Wow, das ist geil. Und dann spielt man im Endeffekt anscheinend die Charaktere. Mach mal ein bisschen kurz leise. Und dann spielt man anscheinend die Charaktere und die ergeben dann die Gesamtgeschichte. Das ist so, wie ich verstehe, weil seht ihr da unten, also besser gesagt, das sind so Zeitstränge. Und oben sieht man auch die Jahre. Ja, da steht da 1586 zum Beispiel. Alter, das ist ja geil. Geralt ist am Start. Voldo ist wieder da. Hammer. Okay, dann machen wir mal gleich mal Geralt. Keine Ruhe für den Hexer. Geil. Wow, ich dachte schon, was ist das denn? Okay. Witchers are known as warriors with unusual powers. The slayers of monsters and fiends and eliminators of other forms of devilry. Mm-hmm. One day, the elite witcher Geralt took on another contract. His task, to subdue a sorceress. The now aged woman, though ever strange, had been greatly respected. Yet in recent years, rumors had spread that she was dabbling in the dark arts. She had achieved prominence as a researcher of planes. But if she were to call forth a demon from another dimension, it could have grave consequences. Accordingly, she was a threat to be assessed and, if found guilty of iniquity, a threat to be contained. In search of the truth and prepared to mete out punishment as necessary, Geralt made his way to the ruins of a citadel standing amidst marshlands. Okay, geil. Ich dachte schon, ey, das kann doch nicht sein. Mhm. So, that's why I'm here. To check if these suspicions, accusations even, are true. See these demons you've summoned, and if you have, to stop you, punish you. That's the contract. Tell me, Witcher, do you know what I've studied all these years? The magic, the skill? Planes, passages between them. Heard you're an expert. Pretty tricky for someone working on their own, gotta admit. And you, do you also label me a heretic? No. Don't get me wrong. Got no reason to suspect you of anything, yet. Just want to talk. My greatest wish was to access a different plane. Right. Got that much, I think. But that is not to say I ever wish to commune with, let alone summon demons and spirits from other worlds. Through rifts into other dimensions, I explored the possibilities, sought another plane. I was but a fisherman casting a line. And then it happened. What happened? A response. A strong one from something powerful in a place altogether elsewhere. Bold you are, Witcher, even to venture here. If you wish to see if my studies deal with demons, why, have yourself a gander! Okay. What is this? Bin schon gespannt, wie der so sich spielt, der Geralt. Head's pounding. Where the hell am I? Some sort of passageway between planes? Geil. What's at its end? Another dimension? Whatever it is, sure doesn't sound pleasant. Ja, ich hab The Witcher gezockt. Huh. Don't try me. Really not in the mood. Oh, geil, Mann. Das haben sie cool gemacht. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich so spielt. Wie gesagt, ich werde dann in Trainingsmode reingehen, ich werde mich ordentlich mal reinfuchsen. Und ich werde für euch auch Combo-Videos machen dann, also Tutorials. Wie gesagt, ich mache eine Playlist. Okay, der ist echt sehr gut, merke gleich schon. So ähnlich wie mit Tsurugi ein bisschen. Ja, das ist schnell.
Gute Reichweite. Damn it, got away. No ordinary beast that. Danke. Medallion won't be much use. Got too much to sense here, Ja, ich muss erstmal seine Moves rausfinden. Okay, die Hexe hatte die Wahrheit gesagt. Sie hatte tatsächlich den Einfluss der bösen Saat gespürt, die Soul Age ausgesandt hatte. Geralt fand sich auf einem Weg wieder, der zwei Welten miteinander verband, und schließlich betrat er unbekannten Boden. Die Begrüßung, die ihn erwartete, war nicht gerade freundlich, doch ihm gelang die Flucht an einen Ort, der vertraut und doch anders als das Kaer Morhen war, das er kannte. Other planes exist. How about that? Kaer Morhen. She brings back memories. No way this is real though. Some sort of magic. Gotta be. Huh. Exactly like I remember. You appear to be from a foreign land, or am I mistaken? Something strange about you. Let me guess. Sorcerer? Some may call me that. However, I have mastered the use of weapons. Place seems full of people just looking for trouble. Ja, das haben die cool gemacht, dass es so eine Hauptstory gibt, die das so ein bisschen so einen Rahmen spannt und dann... Hammer! Alter! Okay, also der ist echt sick. Krass! Also bis jetzt bester Charakter. Heftig! Okay, ich habe ihn echt unterschätzt. Ich dachte, das ist so ein... Einfach nur... Ja, okay, wir haben Geralt drin. Alter! Aber der ist echt gut. Alter! Nice! Die Bücher habe ich leider nicht gelesen. Nein, die habe ich leider nicht gelesen. Aber hast du die oder was? Von The Witcher? Now I see what power you hold. It appears my plans will have to change a bit. To think it would be possible to travel between worlds. Fascinating. Someone sent me here. I'll be sure to tell her how you feel. Long as I actually make it back to my own world, that is. Forgive my discourtesy. Pleasant journey, stranger. Every which way you turn here, you get a skilled warrior, including that last one. Could get in some good practice. No, got things to tend to. Pressing matters. Verbissene Jagd. Geralt fühlt sich in dieser neuen Dimension nicht zu Hause. Magie war nicht vorbereitet. Niemand wurde von Monstern angegriffen und es waren keine weiteren Hexen zu sehen. Strange as all hell this place. They seem to believe in magic, but refuse to practice it. Should have enlisted that guy's help. Might have been a real sorcerer. Preparing potions will be a pain. There you are! You again?
Get teleported here against your will? Believe me, I know the feeling. Okay, also seine Kampagne ist auch lustig. Way, and I'm still killing monsters. No rest for a Witcher. Won't do me any good, though, hunting beasts out here. Just not supposed to be here, plain and simple. Gotta get back to my own world. Mm-hmm. Die DLCs hatte ich nicht. 2 und 3. 100%. Okay, krass. Okay. Wurde Geralt von Gedanken an Jennifer und Ciri in seiner Heimat beeinflusst? Wer weiß das schon. Jedenfalls begann er ernsthaft nach einem Weg zu suchen, in seine Welt zurückzukehren. Seine Suche führte ihn an einen Ort, an dem sich Macht zu sammeln schien und in gewissen Abständen ein Tor entstehen ließ, das in dieser Welt als Astralriss bekannt war. Dies, so vermutete er, könnte der schnellste Weg zurück nach Hause sein. Okay. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie viele es pro Charakter gibt. So 10 Kapitel oder? In this world too. Marshes, mountain-bound vales. Source of the power could actually be in another plane. Speculation of that sort's best left to mages, though. Gates appear where enough of the power accumulates. Know that much. But whenever I get too close... this world. Don't know your customs, so have a taste of my own special welcome. Ja, der hat ja bis jetzt noch fast niemanden getroffen. Von den richtigen Charakteren. Ich werde mit allen zocken.
Ich werde die gesamte Geschichte durchzocken. Oh, okay. Yes. Wir werden die gesamte Geschichte durchzocken. Und dann geht's erst online. Erstmal Practice Mode, natürlich musst du reinkommen. Damn it. Every time I approach gate spawns more of those creatures, then shuts again. Need to keep it open somehow. Should probably find someone skilled in magic. Well, this is just great. Okay. Obwohl Gerüchte über Magie aus der Region kamen, die in dieser Welt Westen genannt wurde, glaubte Geralt, dass im Osten mehr Leute zu finden sein würden, die die Kunst praktizierten. Er folgte seinen Instinkten und fand sich tief in einer Steinhöhle im Himalaya wieder, im Heim eines Schwertkunstmeisters. Ah, das ist wahrscheinlich der Meister von Killik. Es hieß, der alte Schwertkämpfer habe seit Generationen hier gelebt. Ja, wahrscheinlich ist es der Typ. Dann erfährt man auch mehr so Hintergrundgeschichten. Also im Endeffekt muss man dann auch alles zocken, bis man alles kapiert so. What is it you seek, stranger? You must be that old man I've heard about. Got a favor to ask of you. Is that a friend of yours? Alter Schwede, schon wieder. Dieser no. Bastard. In case you didn't notice, we don't exactly get along. Freaks around here really seem to love me. I will kill you! Yada yada, let's get to it. Show you how a Witcher does things. Oh Mann, ey. Ach, du meinst dieses Kartenspiel da. Das war's. Nee, das habe ich nicht gespielt. Aber ich habe davon gehört. Yes, bring out. Woo! Oh, nice. Alter. Ja. Und weg. Komm, spring runter. Ja, am Ende kann man sich nicht mehr bewegen. So, that's how I ended up here. Listen, there a gate around here that connects to other worlds? As you know, the gate to astral chaos sometimes opens unexpectedly. But to open a gate to another realm, you would need to utilize the power of the sword locked deep within astral chaos. Go on. Simply opening the gate will not be enough. You need a signpost that definitively points the way. Mm-hmm. It needs to have a strong connection to where you came from. Phantasmal Kaer Morhen. Gotta be it. If you open the gate, at the right place, and at the right time. All sounds good. Except, well, I'm a stranger here. Sure you're allowed to reveal such secrets to me? Hmm. I believe I can trust you. One learns a thing or two after years of brutal training to sharpen one's skills to their zenith. Thanks for the help, old man. You should know. It is a perilous way. There is no room for error, and you may even fail through no fault of your own. I know not whether I should encourage such a gamble. Worth a try, far as I'm concerned. Very well.
I shall teach you a secret ritual for eliciting the power of the spirit sword, Soul Calibur. Okay, Geralt kehrt zur Kaer Morhen Kopie zurück, entschlossen, das Tor zu seiner eigenen Dimension mit Hilfe der Macht von Soul Calibur zu öffnen. Doch gerade als das Tor sich öffnen wollte, sah er sich einem ungebetenen Besucher gegenüber, zu dem er aus irgendeinem Grund eine seltsame Verbindung verspürte. We finally meet, Geralt. Ich hab ja gesagt, das spielt sich ähnlich wie wir zurückgehen. Not interested in fighting you, plain as that. You cannot escape me. We settle this now. Fine. Your funeral then. Don't say I didn't warn you. Ja, das haben sie cool gemacht. Da muss man im Endeffekt mit jedem Charakter zocken, damit man das volle Bild bekommt, dass man wirklich alles versteht. Weil die Hauptgeschichte jetzt, sag mal, der Rahmen, der war ja total verstörend, ja? Das war ja nichtssagend fast schon. Ja, also die Kampagne mit Geralt taugt mir viel, viel mehr. Viel besser. Hau ab! Zack! Uriel! Komm, wir schmeißen uns runter. Komm, komm, komm. Uriel! Okay. Komm. Scheiße. Komm, Uriel! Zauber. Ja, die Mucke ist los. Wow! Alter. Ich sag euch gleich mal was. Nein, Eindruck. Oder ich mach mal kurz Pause. Ich hab so den Eindruck, also ihr müsst ja verstehen, diese Spiele werden ja im Story-Modus so gemacht, dass das auch normale Leute durchspielen können, ja, die auch keine Ahnung haben, die keine Pros sind. Und ich habe so das Gefühl, dass wenn er dich auf dem letzten Meter hat, ja, also da gibt es so drei solche Bereiche, wenn du nur noch eins hast, ja, dann wird er schwächer. Habe ich so das Gefühl, der Computer. Also dann kämpft er schwächer. Müssen wir mal beobachten. Scheiße, kapiere ich noch. Ah, okay. Jetzt habe ich verstanden. Okay, Leute, kleine Erklärung. Also diese Sequenzen da, ja, die prallen ja aufeinander. Da habe ich ja nicht verstanden, was man da machen muss. Im Endeffekt kann man da, was ich jetzt schon kapiert habe, man kann dann die Richtung auswählen. Ob man sich duckt, ob man zustürmt, ob er wegspringt, ja. Also das habe ich bis jetzt rausgefunden. Da, jetzt bin ich weggesprungen. Ja, beim Geralt gibt es zwei geile Schläge. Oh, okay. Die sind ähnlich. Einmal diesen Overhead und dann noch einen. Und dann gibt es denselben in verzögert. Also einmal so. Nee.
So, gleich. Also einmal den hier, ja, und einmal einen verzögerten. Boom. Und da, sowas taugt mir. Kann man dann antäuschen. Yes. Und jetzt einen verzögerten. Er spielt sich sehr ähnlich dem Mitsurugi. Aber ich finde Mitsurugi ein bisschen besser, glaube ich. Alter, geil. Nice. Sorry, gate's about to open. Party ends now. What? But I was just getting into it! Had a worthy opponent in you, no two ways about it. Love to finish our fight, but, well, Witcher duties call. So, you are returning home? Very well. Come back anytime. I'll be waiting. So long, Samurai. It's been emotional. Nice. Been one hell of a ride, but it's almost over. Finally. Great. Now just need to get through the damn gate. Let's do this. Sri Vasu Svaha. Ah! Sri Vasu Svaha! Bam! Okay. Am I back? Witcher! As I live and breathe, you have returned! Head feels like it's gonna explode. Mind keeping it down? Forgive me. My methods were a bit harsh. However, at least now you know I am innocent. No? How was the other world? Do tell! Well, it'd take some time. Then step over here and make yourself comfortable. Would you care for some fine wine? Warm welcome. Nice and all. But as I see it, you owe me a lot more than that. The names of the warriors whose fates were bound to the two swords have been etched into the very fibers of history. Okay, ja, nette kleine Geschichten. An sich wahrscheinlich nicht so krass, aber im gesamten Bild. Ja, noch ein Erfolg. Sehr schön.